Willkommen zurück, meine Freunde, zu Adash, der Stadt der Magie. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, wir haben gerade das Intro, den Prolog geschafft. Und jetzt wollen wir mal weitermachen mit dem ersten, oh Gott, irgendeine Libelle mitten in meinem Gesicht, mit dem ersten Kapitel, genau. Führt euch gegrüßt. Es gibt so einige Änderungen, die ich vorgenommen habe, wirklich so einige. Der Farbton ist ja ein bisschen anders in der ganzen Umgebung, weil ich den Mod Natural Environments installiert habe. Das heißt, dass alle Sachen so ein bisschen mehr im Wind wiegen und die allgemein die Wettereffekte, auch der Sonneneffekt, alles wurde so ein bisschen optimiert. Soll auch sehr beliebt sein, der Mod. Ich habe vorher von ihm noch nicht gehört für Oblivion, nur für Skyrim, aber den habe ich drüber gehauen. Das Interface unten ist auch ein bisschen anders, so die Lebensbalken. Das kam nämlich mit einem anderen Mod. Und zwar, welcher genau das war, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist das auch anders. Dann, die Pfeile machen nach wie vor mehr Schaden durch den einen Mod, das war aber auch schon letzte Aufnahme so. Und ich habe den Stealth Overhaul mir geholt, da er mir empfohlen wurde. Das heißt, wir werden jetzt leichter auch aus Kämpfen wieder rausschleichen können. Und damit sollte wieder das Schleichen durch verschiedene Bereiche und Dungeons ein bisschen logischer gehen und die NPCs werden nicht mehr automatisch zu uns finden. Und allgemein, Schleichangriffe machen jetzt auch mehr Schaden und sowas. Also ich hab insgesamt drei verschiedene Mods installiert, die sich nur mit dem Kampf befassen. Zwei nur für den Bogenschützen und einen extra zum Schleichen, der das Schleichen verändert. Dann, führt euch gegrüßt. Die Schatten auf den Gesichtern sind nicht mehr ganz so verpixelt wie vorher, weil ich ein paar Oblivion Innie Tweaks installiert, also selbst von Hand eingefügt habe, die mir auch einer von euch gegeben hat. Ich glaube, das war Maglas. Der Stealth Overhaul Mod als Tipp, den habe ich von Freezy bekommen. Dann habe ich einen Mod installiert, der die Gesichter der ganzen Charaktere nochmal ein bisschen verbessert. Der Oblivion-Charaktere, dadurch sehen sie nicht mehr so rundlich und aufgequollen aus. Sondern ihr könnt sehen, mein Typ sieht eine ganze Ecke jetzt anders aus, sieht so ein bisschen rauer aus. Und allgemein auch ein klein wenig elfischer mit seinen Ohren. Das ist ein bisschen crazy. Ich glaube, beim Charakter erstellen kann man die Länge auch bestimmen, weiß ich nicht genau. Aber sieht jetzt auf jeden Fall so ein bisschen mehr elfisch aus. Und die Gesichter, ja, ihr wisst ja, wie die Oblivion-Gesichter aussehen. Man kann jetzt mittlerweile theoretisch, wenn ich einen neuen Charakter erstellen wollen würde, einen machen, der nicht absolut schrecklich aussieht. Und ja, dann wollen wir mal dieses Viertelchen ein bisschen erkunden. Das waren jetzt so ein paar Mods, von denen ich euch berichtet habe. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Ecke nochmal drüber gehauen, wie ihr merkt. Einfach so, um für euch vielleicht das Zuschauererlebnis ein klein wenig interessanter zu gestalten. Ihr werdet jetzt endlich eure Schulden begleichen. Oder es wird gleich etwas sehr Schlimmes passieren. Nein, das könnt ihr nicht tun. Ich habe das Geld. Ich meine, ich werde es bald haben. Gebt mir nur noch einen Tag. Ich flehe euch an. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir haben euch schon mehr als genug Zeit gegeben. Wir wollen jetzt unser Geld sehen. Aber ich habe kein Geld. Nun, dann werdet ihr wohl mit eurem Leben zahlen müssen. Hier haben wir auch ein kleines Event gestartet, überraschenderweise. Ja. Versuchen wir mal der Katze zu helfen. Was? Ihr werdet das nicht schaffen. Die ganze Zeit lief hier so eine wunderbar fröhliche Musik. Und ich muss sagen, die Büsche wackeln hier mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel rum. Könnte auch am Natural Environments Mod liegen. Und nein! Danke, dass ihr geholfen habt. Ohne eure Hilfe hätte ich es gegen diesen Ort nie geschafft. Ihr scheint ein gutes Herz für die Armen hier zu haben. Wenn ich es mir genauer überlege, dann könntet ihr vielleicht ganz gut zu denen passen. Falls ihr überhaupt zu denen gehören wollt. Schon mal was von Palidans Jüngern gehört? Eine Diebesgilde in Adash, die sich unter anderem dem Schutz und der Hilfe der Armen verschrieben hat. Ich denke, dass ihr gut zu denen passen würdet. Falls ihr Interesse habt, dann sucht einen Mann namens Andaron im Hafenbezirk auf. Er wohnt nahe der dortigen weißen Exklave. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe und er wird sich sicherlich mit euch unterhalten. Aber nun entschuldigt mich bitte. Nach diesem Schreck muss ich mich erst ein bisschen erholen. Tu das. Und wie es aussieht, wollte
Wollte der Typ dich gerade erpressen oder Geld aus dir drücken? Und jetzt läuft er uns irgendwie hinterher. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob der jetzt einfach unser Begleiter sein wird. Aber eine kleine andere Sache, ein Mini-Mod ist das quasi. Bis jetzt war das ja immer in Oblivion so, wenn ihr einen Pfeil gezogen hattet, dann musstet ihr den erstmal auf den Boden schießen und aufheben, weil man ihn einfach nicht wegstecken konnte. Mittlerweile aber mit einem kleinen Mod muss ich einfach nur... Fühlt euch gegrüßt. Oh, wartet mal. Ging das so? Nein. What? Okay, vergiss es. Ich... Ach ja. Ich weiß noch, ich habe jetzt... Meine letzte Adash-Aufnahme ist schon eine ganze Woche her oder so. Und da habe ich den neuen Mod ausprobiert und hat auch alles funktioniert, aber ich habe jetzt natürlich vergessen, was der Hotkey war. Aber mit dem Mod kann ich auf jeden Fall jetzt auch die Pfeile wieder runter vom Bogen nehmen, ganz normal. Und ich muss die nicht erstmal irgendwo ins Nirvana schießen, damit das funktioniert und ich sie wieder aufnehmen kann. Leider habe ich natürlich vergessen, was der Knopf denn nochmal war. Gehen wir mal kurz in Duels Hütte. Hier ist mir die Katze jetzt nicht reingefolgt irgendwie. Hat mit mir geredet, ist mir hinterhergelaufen und dann... Achso, jetzt ist wieder alles okay. Okay. Also, der hat uns noch auf irgendeine Gilde aufmerksam gemacht. Ich weiß auch noch nicht, wie sehr exakt und genau ich Adash hier tatsächlich auch spielen werde. Könnte sein, dass ich hier einfach nochmal kurz durchlaufe und wir hauptsächlich der Hauptquest folgen werden. Ich weiß ja noch nicht, wie interessant die Nebenquests tatsächlich sein werden. Fühlt euch gegrüßt. Das war ja gerade eben auch schon mal ganz nett. Einfach so eine Quest auf dem Weg, die wir am Rande mitbekommen. Hausgebrauch. Tür zu Hausgebrauch. Was wird es denn hier geben? Hallo? Grüße. Kann ich euch behilflich sein? Das kommt ganz darauf an. Was könnt ihr über das Malkos sagen? Keine Ahnung, wer Malkos ist. Es gibt nicht viel hier, worüber man etwas erzählen könnte. Was erwartet ihr auch, in einem armen Viertel zu Gesicht zu bekommen? Wir leben hier in recht einfachen Verhältnissen. Die Gesellschaft will uns nicht in ihrer Nähe haben und deshalb sind wir hier zu Hause. Okay, wie ist die Stimmung hier? Hey! Die Menschen hier haben Angst. Sicherlich wollen sie eine Veränderung in ihrem Leben, falls man das Vegetieren hier noch Leben nennen kann. Aber wenn man Veränderungen nur durch Gewalt herbeiführen kann, so haben wir hier natürlich Angst. Die Bruderschaft hat eine gewaltige Übermacht. Und jeder ist sich bewusst, dass wir für unsere Freiheit nicht nur kämpfen, sondern auch große Opfer bringen müssen. Okay. Passt auf euch auf. Die Zeiten sind gefährlich geworden. Genau, also alles hier ziemlich verzweifelt, ich verstehe. Ja, was gibt's? Oh, du redest ja wie aus einer Blechtonne. Leb wohl. So, aber hier gibt's auf jeden Fall... Ich werde also auf jeden Fall werde ich nicht alle Dialogoptionen wie in Nerim durchklicken, weil also so in seinen Bann reißen tut mich das dann hier auch nicht, aber ich erkenne das natürlich an, dass sie so schön viel mir zu sagen haben oder mir sagen wollen. Kasas Hütte. Zumindest einen kurzen Blick können wir ja hier in die ganzen Orte, die ganzen Häuser reinwerfen. Reinwerfen und danach wieder einsammeln. So, was war das? Das war da das unmögliche Haus. Danke, ich fühle mich unglaublich gegrüßt. Iratians. Ich weiß, auch einigen kommt es ein bisschen von euch komisch vor, wenn ich eine Fackel innerhalb von Häusern raushole. Ja, aber wenn es so dunkel ist. Besser als wenn ich stolper und mit dem Gesicht in einer Diele lande oder sowas. Guten Tag. Au. Oh. Das sah aus wie eine Falltür. Erinnern wir uns, meine Freunde, an die Zeit vor beinahe 200 Jahren. Auch damals herrschte ein Tyrann über diese Stadt und dieses Land. Erinnert euch, in welchem Zustand Adash zu jener Zeit war. Andersdenkende wurden unterdrückt und verfolgt. Großes Unglück bedrohte unser Volk. Heute scheint es mir nicht anders zu sein. Jene, die uns damals von der Monarchie befreiten, bauten auf deren Trümmern ihre eigene Tyrannei auf. Doch nach all den Jahren wurde die Bruderschaft demaskiert. Sie verschanzen sich in Prachtbauten, fressen von goldenen Tellern und wir
Und wir? Wir verhungern und sterben, damit der neue Adel dieser Stadt seine falsche Bescheidenheit genießen kann. Und ich sage euch, dem ist nun ein Ende. Man behauptet, der Aufstand von Ardash verursache Unruhen in der Stadt. Doch ich sage, diese Ereignisse werden dieser Stadt zu altem Glanz verhelfen. Blickt auf diese Stadt. Ardash ist das Zentrum dieser Tyrannei, der Ort, an dem alle Feinde des Volkes in Flammen ihren Tod finden werden. Erklärt eure Loyalität gegenüber diesem Aufstand, meine Freunde. Tod der Tyrannei! Tod der Bruderschaft! Für ein stolzes Ardash! Mit jedem Tag kommen wir dem Tag näher, an dem diese Stadt und ihre Bruderschaft uns nur noch als einen hinderlichen Klotz am Bein sehen wird. Und in diesem Augenblick ist die Zeit gekommen, uns gegen den drohenden Donner am Horizont zu wehren, bevor der Donner uns verschlingen wird. Wohlan! In diesem Getöse werden wir eine bessere Welt für uns, unsere Kinder und Kindeskinder schaffen. Und wenn es sein muss, mit Waffengewalt. Erinnern wir uns, meine Freunde, an die Zeit vor beinahe 200 Jahren. Okay, das reicht. Wir werden uns jetzt nicht erinnern. Ich habe verstanden. Also damals Tyrannei, alles nicht gut gewesen. Und jetzt schon wieder durch die Bruderschaft Unterdrückung und wir müssen uns aufwiegeln. Alles klar. Das ist jetzt kein so komplexer Storyplot, dass ich mir unbedingt anhören muss, was gerade hier Sache ist. Daunilas Hütte. Guten Tag. Was haben wir hier so? Nichts. Zerstörte Kisten. Alles klar. So können wir immerhin die Häuser schön schnell abhaken. Eine Tür hinter einem Busch. Da können wir nicht rein, alles klar. Drüben fand ich übrigens den Boden hier lustig. Das ist nämlich irgend so eine Abflusssiffe. Ja, da seht ihr es. Ich wollte gerade rauszoomen, aber hier sieht man es auch. Die Füße versinken im Boden. Deswegen kann man hier auch schön über die Bretter rüberlaufen. Und da drüben war nämlich so ein Gitter im Boden. Und das Wasser hier war einfach so ganz gerade abgehackt. Sah ein bisschen merkwürdig aus in dem Zusammenhang. Aber das konnte ich euch dort nicht sagen, weil dieser Typ da seine Rede geschwungen hat. Ich weiß nicht, ob die damit darstellen wollten, dass hier allgemein so der arme Bezirk ist. Weil ich meine, auch arme Leute kriegen es noch gebacken, einen Tisch gerade hinzustellen. Entweder das, oder ob hier wirklich überall Kämpfe geherrscht haben. Und jedes Haus einzeln überfallen wurde oder sowas. Der will nicht mit mir reden. Sabinus Hütte. Nee, gut. Der hat immerhin geschafft, seine Möbel gerade aufzustellen. Vielleicht waren das auch bisher nur zwei, drei Ausnahmen, die ich gesehen habe. Und ansonsten Tools Hütte. Also ich glaube, wir müssen es gar nicht versuchen, meine Freunde, in irgendwelche random Häuser reinzugehen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach drauf verzichten. Ich glaube vieles, wie ihr merkt. Und dann werde ich ab jetzt einfach nur noch in Häuser gehen, wo ich weiß, dass ich rein muss. Oder wenn ich sehe, dass das Händler sind. Ansonsten, nix. Ach, kenne ich euch? Naja, was wollt ihr denn? Nichts. Du kannst mir nichts Neues sagen. Passt besser auf euch auf. Der da oben will auch nichts mit uns reden. Dann halt nett. Dann hau ich hier wieder ab. Dann haben wir eigentlich hier diesen Bereich erledigt. Das Armenviertel. Und dann marschieren wir erstmal hier rüber. Natürlich wäre es auch nicht schlecht, wenn ich hier mal kurz gucke. Lalalala. Nein, sieht relativ abgedeckt aus. Hier in der Stadtwache war ich noch nicht. Das hatte ich mir ja auch Ende letzte Aufnahme vorgenommen. Ah, Gefängniszellentür, sehr gut. Da wären wir wahrscheinlich reingekommen, wenn wir irgendwas ausgefressen hätten. Der Typ, der uns am Anfang empfangen hat, der wird natürlich immer noch gesucht und sonst gibt es hier nichts, oder? Nö. Einfach ein kleiner Zellenbereich, alles klar. Dann raus, weiter in den nächsten Bereich. Ich lasse den hier einfach mal stehen. Du machst dich hier sehr gut, Sajid. Wundervolle Raumdeko. So. Hier haben wir nur ein paar Häuser. Verstärkte Holztür zu unscheinbares Haus. Die
Die Tür scheint von innen verbarrikadiert zu sein. Sie wird sich nicht öffnen. Okay. Es wird ja echt finster so langsam hier. Es wird Abend. Endrings Haus. Zum einsamen Tor. Ihr seid es. Ich grüße euch. Hallo. Ja? Kann ich euch irgendwie helfen? Die Gesichter sehen sogar jetzt einigermaßen gut aus mit dem Mod. Nicht mehr so komplett deformiert. Kannst du mir einfach... das ist hier was Neues. Speziell über diesen Bezirk. Wo sind wir gerade? Was geht hier ab? Nun ja, der Südbezirk bildet zusammen mit dem Hafenbezirk den nördlichen Teil der Stadt Adash. Östlich von hier liegt der Schlossbezirk. Dort findet man anders als hier auch wichtige Gebäude und Einrichtungen der Stadt, wie die ewige Bibliothek oder den Weißen Turm. Aber hier bei uns? Wie man sieht, sind wir hier nicht gerade wichtig für die Obrigkeit von Adash, wenn man mal von den Sklavenmärkten absieht. Okay, und sonst? Armenviertel und Sklavenmärkte. Dazwischen findet man noch ein paar Ich würde euch auch raten, eher in andere Bezirke. Okay. Ja, hier gibt es nichts. Eigentlich gibt es hier nichts Besonderes. Das war's auch schon. Hier Sklaven und so weiter. Tschüss. Gut, wenn nicht, dann nicht. Das sieht aber hier ganz nett aus. Guten Tag. Und habt ihr schon Zeit gehabt, beim alten Versteck in den Bergen nachzusehen? Nope. Auf Wiedersehen. Mach ich noch, darum kümmere ich mich. Haben wir dafür einen schönen Questlog-Eintrag bekommen? Lalalalalalalala. Achso, Malkos Armenviertel, das war der Khajiit. Profit über Freundschaft, das war auch die andere Quest, alles klar. So, hier ansonsten weiß ich nicht, was uns noch zur Wahl steht, was wir machen könnten. Ja? Sprecht ihr etwa mit mir? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Das kommt drauf an, ob du mir etwas Brauchbares sagen kannst. Nope. Nur über den Bezirk. Du. Hallo. Willkommen in der Taverne zum einsamen Trunkenbold. Was kann ich euch anbieten? Vielleicht einen kleinen Bissen für zwischendurch? Ich muss sagen, die Gesichter sehen echt gut aus. So, die ich mir jetzt geholt habe mit diesem Face-Overhaul, sehen mehr aus wie normale Menschen. Und nicht mehr so das typische Oblivion deformiert. Und kommt mir jetzt nicht mit Nostalgie. Aber die anderen sahen doch so typisch nach Oblivion aus. Richtig, und das sah kacke aus. Was erzählen die Gäste denn so? Kennt ihr das alte Waldanwesen oben in den Bergen? Nahe den alten Elfenruinen. Angeblich soll das Anwesen von Spinnen überlaufen sein. Aber nicht gerade die kleinen Spinnen, die wir hier alle in unseren Häusern kennen. Vielmehr abartige Riesenspinnen. Nun ja, es klingt seltsam, oder? What? Ach so, ich habe vorhin hier gelesen, wie sind die Gäste denn so? Ich dachte, die erzählt mir dann, wieso die Gäste hier ticken in ihrer Gaststätte. Und dann habe ich mich schon gewundert, warum sie anfängt, über Spinnen zu reden. Hier in der Taverne ist die Stimmung auf jeden Fall besser als draußen auf den Straßen dieser Stadt. Aber die Stimmung schlägt auch hier um. Die Menschen haben Angst. Angst vor... Ja, okay. Aber zumindest hier in meiner Taverne kann man sich noch mit einem netten Gespräch und einem guten Glas Wein die Sorgen vertreiben. Okay. Ansonsten... Die Gäste erzählen sich recht viel in letzter Zeit. Okay. Haltlose Gerüchte, bla bla bla. Ich habe auch gemerkt, scheinbar, ich weiß nicht, ob das mit Adash gekommen ist oder ob irgendein Mod diesen Zoom auf die Gesichter geändert hat. Ah, ihr seid es. Ich grüße euch. Ja, was ist los? Was wollt ihr? Merkt ihr das? Man zoomt nicht mehr so sehr rein auf die Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das irgendein Mod ist oder das von Anfang an war, I don't know. Okay, du hast auch nichts Besonderes zu sagen. Aber ich... Fühlt euch Jesus. Gegrüßt. Ich finde das okay. So, ich will hier gerade nur in Häuser reingehen, eventuell... die erstens nicht abgeschlossen sind und zweitens offizielle Häuser sind, sowas wie Geschäfte. Und wenn da Blablablas Haus steht und so weiter, dann... interessiert mich nicht wirklich. So, besondere Waren, da will ich aber reingehen, dafür warte ich jetzt noch. Ansonsten, ich habe jetzt mit meiner Aufnahme erst nach 11 irgendwann angefangen. Ich wollte eigentlich wie immer um 9 anfangen, aber... Das Kind hier in der Wohnung, was übrigens nicht mein Kind ist, ich bin in einer WG und ein WG-Mitglied hat ein Kind, weil letztes Mal ich gefragt wurde, ob ich Vater bin. Nein, bin ich nicht. Könnt ihr mich hören, mein Freund? Oh, Jesus. Ich habe mein Treffen mit der Arkanenbruderschaft beendet.
und die Dinge stehen schlecht, sehr schlecht. Ich brauche eure Hilfe, mein Freund. Kommt zur Exklave des Weißen Zirkels in Adash. Dort werde ich euch alles erklären. Bitte, kommt und helft mir. Okay. Ja, ja. Mache mal später. Ich war ja noch nicht fertig. Aber auf jeden Fall, ich habe nicht um 9 Uhr angefangen, weil ohne Witz, für 2 Stunden hat dieses Kind geschrien und geheult und meine Güte. Und die Mutter hat die ganze Zeit versucht, es zu beruhigen. Aber Jesus, oh, das war der Wahnsinn. Na gut, und jetzt hat es gerade eben wieder angefangen. Deswegen habe ich das Thema überhaupt angesprochen, weil jetzt gerade höre ich es wieder schreien. Ah, oh, das ist echt crazy. Na gut. Guten Tag. Komm mal hier vielleicht ein bisschen her. Ich will dich kurz ansprechen. Willkommen bei Baradras besondere Waren. Wie kann ich euch helfen? Sucht ihr nach etwas oder wollt ihr euch erst einmal nur umsehen? Hier, handeln, genau. Iron Arrow, Silver Arrow, das ist der einzige Nachteil mit dem Mod, der die Angriffsstärke der Pfeile verstärkt, wird alles eben Englisch. Ich weiß nicht, für Morrowind gab es ja den Fix-wie-Nix-Übersetzer, so ein kleines Extra-Programm, was extra solche, ne, englischen Begriffe und Zonen und Items und alles mögliche kurz übersetzt hat. Das war ganz praktisch, keine Ahnung, ob es das auch für Oblivion gibt. Sonst hat er nichts, okay, der hat im Prinzip nur Müll. So, da wir aber die Schnellreise haben. Wir sind jetzt im Armviertel, nördliches Stadttor. Gucken wir mal, wo wir hier da rauskommen. Ich will die Stadt relativ kurz halten. Ich habe nicht wirklich Lust, wie in... Ach, sonst ist hier nichts. Das ist einfach nur das Tor. Wie in... Na, wie heißt's? In Nerim 2 Episoden lang eine Stadt durchzulaufen. Weil in Nerim gucke ich mir das sehr gerne ganz exakt an. Wow, die Reflexionen in dem Wasser sind ja richtig pixelig. Okay. Sonst ist hier nichts. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal das nächste. Wo wollte ich als nächstes hin? Nee, nicht einen Wex-Bezirk. Einige haben mir auch gesagt, dass ich einen Durchgang verpasst habe in der Weißen Exklave. Aber ich denke nicht, dass das jetzt so dramatisch sein wird. Wir können ja mal nochmal schauen, ob ich den sehe. Ansonsten, mir geht es hier eher darum, in diesem Mod einen schönen Eindruck zu gewinnen und euch einfach mal zu zeigen, worum geht es hier in dem Mod, was ist die Story und nicht unbedingt alles zu 100% und so genau zu machen, wie nur irgendwie möglich. Dieses Tor lässt sich noch nicht passieren, die Meldung kennen wir ja? Ja. Wollt ihr etwas Bestimmtes oder verschwendet ihr einfach nur meine Zeit? Nee. Bis bald. Ciao. Sieht aber ganz hübsch aus hier, der Hafen, muss ich sagen. Gefällt mir so. So ein paar Docks, ein paar Schiffe dazu. Nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem sehr nett. Und ich versuche gerade eben drüber zu quatschen, weil, wie gerade eben erwähnt, schreit wieder das Kind rum. Und ja, es ist gerade, ja, ein bisschen nervig hier, dass ich so eingeschränkt werde. Aber ich musste die Aufnahme machen. Ich habe nämlich nichts mehr gehabt gerade. Exklave des blauen Zirkels. Damit wären wir bei der nächsten Farbe. Ja, guten Tag. Der blaue Vorhang hier, durch den wir leider nicht durchgehen können, der sagt ja schon mal genug aus, aber wo sind die ganzen Leute? Wir haben doch mitten am Tag. Eine einzige Person sitzt hier einsam rum, Janon. Was ist denn los? Willkommen in der blauen Exklave hier im Hafenbezirk. Wie können wir euch in diesen dunklen Tagen zur Seite stehen? Wir? Hier ist doch niemand. erzähl mir einfach mal ein bisschen was. Was macht der blaue Zirkel anders als der schwarze und weiße? Der Blaue Rat ist in einer schwierigen Situation. Die Azurblaue Legion wurde bei der Verteidigung von Minas Tirith beinahe vollständig aufgerieben. Unsere Truppen starben beim Versuch, das dunkle Feuer zu bändigen und die fliehenden Arkadasch aufzuhalten. Doch alles umsonst. Es wird Jahre dauern, zu alter Stärke zu finden, wenn wir überhaupt noch so viel Zeit in diesen dunklen Tagen haben werden. Okay, kann man hier auch Mitglied werden? Einfach so? Die letzte Zeit war hier in Adash und in Namadash chaotisch und von großen Gefahren geprägt. Und dies scheint sich auch nicht so bald zu ändern. Daher hat der Blaue Rat uns Leitern untersagt, Neuaufnahmen durchzuführen. Eure einzige Chance ist daher, die Blaue Meeresfestung aufzusuchen. Okay, die Blaue Meeresfestung. Mögen die Götter über euch wachen. Ist mal bei mir vermerkt, weiß noch nicht, wann genau ich da hinkommen werde. Hier ein kleines Mini-Taufbecken ohne Wasser oder sowas. Gut, dann, ja, war halt ein einziger Typ.
Keine Ahnung, ob man wirklich dieser Gilde beitreten kann, aber das ist vorerst auch nicht so wichtig. Valerie Gaston. Ja, was wollt ihr denn von... Gaston, jetzt habe ich wieder Lust, die Schöne und das Biest zu gucken. Ein Klassiker. So, bevor ich hier abbiege, hau ich mal kurz hier hinab. Zum ewig gefüllten Krug eventuell noch eine weitere Taverne. Willkommen in der Taverne zum ewig gefüllten Krug. Was kann ich euch bringen? Habt ihr vielleicht auch Hunger? Kriegen wir hier vielleicht noch eine Quest? Nun ja, die Gäste sind in letzter Zeit eher Okay, also nichts. Unruhen in den Armenvierteln, dann noch der Ausbruch des dunklen Feuers. Und weil es noch nicht genug ist, auch noch die Purpurnen. Man kann noch gar nicht mehr wissen, wem man noch vertrauen kann, oder? Schreckliche Zeiten sind diese, in denen wir hier leben müssen. Die Purpurnen also. Ich dachte, der würde nur exakt das Gleiche sagen wie die andere. Als er sagte, ja, die Gäste sind gerade ziemlich verschwiegen hier. Und ja, der Anfang war auch gleich. Und danach nur kurz erwähnt, die Purpurnen. Wer sind die Purpurnen? Ist das schon wieder ein anderer Zirkel? Söldnergesellschaft Tarn. Können wir dort einen Begleiter anheuern? Willkommen in den Hallen der Söldnergesellschaft Tarn. Sicherlich habt ihr ein wichtiges Anliegen. Wie kann ich euch helfen? Eigentlich nicht, ich bin halt einfach da. Was sind die Tarn? Unsere Gesellschaft wurde vor mehr als 200 Jahren von Marius Tarn, einem Einwanderer aus Tamriel, hier im Osten der Namandash gegründet. Und seit jeher waren es unsere Männer und Frauen, die entscheidende Rollen in den Schlachten und Kriegen des Kontinents gespielt haben. Nicht selten buhlen bei Konflikten viele Parteien um unsere Dienste, doch in den Zeiten des Friedens stehen wir allen Aufträgen offen. Egal ob örtliche Konflikte, Schutz von Gut und Leben oder anderen Tätigkeiten, die Tarn sind stets bereit und fragen nicht. Natürlich muss dabei die Bezahlung stimmen, aber das sollte ja jedem auch klar sein. Okay, dann lassen wir das mal. Ich verabschiede mich wieder von dir. Vielleicht werde ich einen weiteren Auftrag annehmen. Das wäre eventuell in Betracht zu ziehen. Diese Aussprache! Und warum sehe ich immer wieder in einigen Spielen, wenn Leute eine Karte oder Papier oder sowas darstellen wollen, so eine Textur da drauf? Ich kenne die Textur, die gibt es bei Photoshop und das sieht einfach grässlich aus. Das sieht nicht aus wie Papier. Es gibt mindestens 20 andere Texturen, die den Papiereffekt deutlich besser hervorheben als diese eine da unten. Na gut, aber das ist nur so ein Anliegen von mir als Photoshop-Freak ein bisschen. Seid gegrüßt, kann ich helfen? Okay, das sind nur die Tarn. Du bist wahrscheinlich einer der Söldner oder sowas. Aber solange ihr mir hier keine großartige Quest geben könnt oder sowas, ist das okay? Ich habe mir auch überlegt, eventuell die ganzen Nebenquests erst ans Ende zu hängen. Wow, wo bin ich jetzt hier rausgekommen? What? Ach so, ja, hier, da war ich. Dann können wir noch hier. Mystisches Warenhaus. Dann würden wir zuerst die ganze Hauptquest durchrammeln und dann die Nebenquests. Weil das wahrscheinlich interessanter für die meisten für euch sein wird. Ich habe ja schon gesehen, nach den ersten paar Episoden habt ihr nun mal ein bisschen das Interesse verloren an Adash. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Episoden zu lang waren, also eine halbe Stunde, und ihr nicht die Ausdauer habt, euch sowas eine halbe Stunde lang anzuschauen, oder ob euch einfach Adash allgemein nicht so sehr interessiert. Haben sich aber eigentlich bei der Umfrage relativ viele Leute daran beteiligt. Guten Tag. Ich grüße euch. Wünscht ihr etwas Bestimmtes von mir? Adash, euer Zirkel, was ist das hier für ein Zirkel? Ist das immer noch der blaue? Der blaue Zirkel sieht sich seit jeher gerne in der Rolle des Schlichters zwischen den anderen vier Zirkeln der Bruderschaft. Denn traditionell geht der blaue Zirkel keine Bündnisse mit anderen Zirkeln ein und versucht dabei stets neutral und objektiv zu entscheiden. Okay, kurz und knapp, so gefällt mir das. Schöne Robe übrigens, mir gefallen die filigranen Muster da drauf. Seid gegrüßt. Ich bin Elidor und dies ist mein mystisches Warenhaus. Wollt ihr vielleicht etwas über meine speziellen Zauber hören? Warum hast du speziell mit Anführungszeichen gesagt? Pegasus Eisbein. Wir haben genug Geld. Ich lade mal hier meinen Dolch und alles hier auf. Bogen des Blitzes. Interessant. 19 Angriff. Wie viel hat nochmal mein Pegasus-Dingens da? 24 und Gauderschleuder hat 19. Also ist das ein Ebenerzbogen, den er da verkauft.
interessant brauche ich aber nicht. Okay. Ich glaube allgemein, meine Ausrüstung ist relativ optimiert. Nicht wirklich optimiert, aber... Ach, das ist allgemein die blaue Exklave hier, alles klar. Aber auf jeden Fall eine ganze Ecke besser, als sie es vorher war. Und normale Händler werden mir vorerst wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen können. Übrigens fand ich es auch hübsch da, ne? Wie die Tische aussahen, wie schön alles da belegt war und voll zugestellt war. Schwarze Exklave. Ey. Hm? Ja? Sprecht ihr mit mir? Passt auf in diesen Tagen auf. Das ist kaum zu fassen, dass es schon zum Teil nach 0 Uhr ist und ich immer noch Motorräder auf der Straße fahren höre. So crazy. Hafenbezirk, nee, das ist egal. Die schwarze Exklave hat mir irgendwie gar nichts zu bieten. Wirklich gar nichts? Palenix, seltene Schriften, da können wir gleich hin. Hier sehe ich wieder den blauen Aushänger. Vielleicht war das auch nur ein Hinweis auf irgendeine ganz andere Richtung zur schwarzen Exklave. Das ist aber dunkel hier. Hallo. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wie kann ich euch helfen? Na, wie läuft's? Es könnte sicherlich besser laufen, aber ich will mich ja auch nicht beschweren. Doch in den letzten Monaten achten die Leute mehr auf ihr Geld. Vor allem alte und damit teure Bücher werden immer weniger nachgefragt. Lebensmittel und Waffen hingegen werden in der ganzen Stadt gebraucht. Wow, die haben hier einen Russen. Nice. Ein Russe, der Bücher verkauft. Hier auch übrigens Schrift des blau-grün-roten Zirkels. Auf ein baldiges Wiedersehen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Das erinnert mich an Singularity, wo ich jedes Mal meine Russen-Impersonator-Stimme eingeworfen habe. Wenn es wieder eine Schrift zu lesen gab. Hat schön reingepasst. Das ist auch das Warenhaus. Okay. Dann war das wohl das Hafenviertel. Ihr seht schon, ich versuche so ein bisschen schneller durchzugehen. Das war hier die weiße Exklave. Das haben wir auch. Dann geht's mal in die ewige Bibliothek. Wir machen das hier so zack, zack. Ich gucke nicht in jede Ecke. Ah, hübsch. Schöner erster Eindruck. Sehr gut.